Hallo, der David hier aus dem Body Power Studio in Weißenturm. Ja, im heutigen Video, was ich jetzt noch kurz schnell aufnehme, bevor ich gleich trainiere, deshalb bin ich auch schon so luftig angezogen, habe aber noch keinen Pump. So viel zu meiner Entschuldigung. Im heutigen Video möchte ich über diesen Mythos kurz sprechen mit den Kohlenhydraten nach 18 Uhr. Es fasziniert mich immer wieder, dass ich immer noch danach gefragt werde. Gerade kürzlich war wieder jemand hier im Studio, hat mich besucht und hat mir ein paar Fragen gestellt so und sagt dann, ja, wie ist das denn mit den Kohlenhydraten nach 18 Uhr, weil er auch Schicht arbeitet. Ja, also ich hab's schon oft gesagt, aber es ist natürlich totaler Quatsch. Erstens, den Spruch kennen mittlerweile auch viele, Kohlenhydrate wissen nicht, wie spät es ist. Zweitens, derjenige, der das mit den 18 Uhr gesagt hat, hat garantiert nicht berücksichtigt, dass manche Leute um 22 Uhr anfangen zu arbeiten. Wie soll das denn gehen? Es ist einfach so, es ist ausschlaggebend, wie viel man einen Tag über isst. Wenn du als Bodybuilder einen Trainingsplan hast, der dir 3.500 Kalorien vorgibt, dann ist es absolut zweitrangig, wann du die isst. Natürlich würde ich empfehlen, das halbwegs über den Tag zu verteilen. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, das an irgendwelche Uhrzeiten zu binden. Weil, gerade in dem Fall, wenn man eben Schicht arbeitet, ist das ja ein bisschen schwierig. Also ich empfehle immer nicht jetzt, wenn man meinetwegen 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag hat, die dann kurz vorm Schlafen gehen, auf einen Schlag zu essen und sich dann ins Bett zu legen. Das ist sicherlich nicht optimal. Letzten Endes, ausschlaggebend ist aber die Menge über den Tag. Ganz sicher nicht die Uhrzeit. Woher kommt dieser Mythos? Ich nehme an, das stand irgendwann mal in der Brigitte-Diät oder in irgendeiner Fernsehzeitschrift, wo vorne so Schlagerstars drauf sind, stand dann, dass das der Trick ist, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate zu essen. Bei dem normalen Mensch, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel die Hausfrau, die um 10 ins Bett geht und um 7:30 aufsteht, da mag das was bringen, weil die sich natürlich überhaupt keine Gedanken über ihre Kalorienaufnahme macht, die hat ja keinen Ernährungsplan, sondern die würde im Normalfall, sagen wir mal 18 Uhr ist so grob Feierabendzeit, wird man sich vor den Fernseher setzen und dann mal das essen, noch ein paar Süßigkeiten, was weiß ich, ein paar Salzstangen, ein paar Chips, ein paar dies, ein paar das, ohne groß drüber nachzudenken. Wenn ich so jemandem jetzt sage, ab 18 Uhr isst du keine Kohlenhydrate mehr, dann hat das zur Folge, dass der wahrscheinlich nach 18 Uhr fast gar nichts mehr isst, weil eben in den meisten Sachen ein paar Kohlenhydrate drin sind. Und wenn so jemand nach 18 Uhr dann nur noch Hühnchenbrust und Salat isst, dann hat er natürlich eine ganze Menge Kalorien gespart gegenüber seinem vorherigen Verhalten. Das heißt, der normale Mensch, der Unbedarfte ohne Ernährungsplan, der wird wahrscheinlich damit sogar ein bisschen Erfolg haben. Reden wir jetzt aber über Bodybuilding, wo jemand, wie gesagt, einen festen Plan hat, so und so viel esse ich am Tag, da ist das ja gar kein Effekt mehr. Also wenn jemand jeden Tag 3000 Kalorien isst, dann macht das eben keinen Unterschied, wenn man dem sagt, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr zu essen, dann würde die 3000 Kalorien ja vorher essen. Also nochmal, für Leute, die vollkommen unbedarft sind und sich mit Ernährung null auskennen, mag das sein, vorausgesetzt, sie haben einen normalen Tagesrhythmus. Auch da wäre das natürlich für jemanden, der Schicht arbeitet, auch schon wieder Quatsch. Für diese Leute mag das sein, dass nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate schon mal eine große Verbesserung ist gegenüber dem, was sie vorher gemacht haben oder vorher gegessen haben, wenn sie nach 18 Uhr auf der Couch gesessen haben. Für einen Bodybuilder, für jemanden mit einem Ernährungsplan ist das absolut Quatsch. Also bitte den Plan einfach essen, über den Tag verteilen. Wenn man jetzt zum Beispiel von 19 Uhr bis 21 Uhr trainiert, hat ein Beintraining gemacht, natürlich kann man danach, sollte man danach sogar noch ein paar Kohlenhydrate essen. Das ist also Quatsch. Ja, ich hoffe, damit habe ich einigermaßen plausibel mit diesem Mythos mal aufgeräumt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ich was vergessen habe, falls ihr weitere Fragen habt zu diesem Thema, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare posten, nachdem ihr meinen Kanal abonniert habt und das Video geliked habt und das Glöckchen angeklickt habt, damit ihr auch beim nächsten Video Bescheid bekommt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ab jetzt viel Spaß beim Kohlenhydratkonsum nach 18 Uhr und bis zum nächsten Video. Guten Pump, ciao.